Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das rote Meer überquert. Blut! Wo ist Milbert? Verdammt! Das sieht nicht gut aus! Ach ja. So. Als ich Milbert den Schlüssel bringen wollte, fand ich dort, wo seine Karren stand, nur eine Blutspur. Könnte Sila dahinter stecken? Vielleicht kann ich in ihrer Behausung Hinweise finden. Oh nein. Jetzt muss ich auch noch wieder in die Unterstadt. Hallo. Hallo! Schreitet wohl! War hier nicht irgendwo der Brunnen? Okay, ich suche ihn gar nicht erst. Ich finde ihn eh nicht. So, Marktplatz. Ah, doch, das könnte hier sein. Dass da vielleicht der Brunnen ist. Jetzt muss ich auch noch in ihrer Behausung gucken. Oh, Backe. Sherlock Terra ist wieder unterwegs. Und schaut sich in fremden Hütten um. Ist immer schön, wenn man in fremden Hütten guckt. Ich meine, hey. Nee, so aus meiner Berufs... Ich bin ja in so einem Beruf, ne? Wo man ja viel bei den Leuten zu Hause ist. Also da kann man sich echt gute Ideen einholen, wie man später sein eigenes Haus einrüsten würde. Also muss ich echt sagen, das finde ich immer schön. Manche haben echt schöne Wohnungen und manche, da sagst du nur, oh Gott, so würde ich es nie machen. Vor allen Dingen, wenn du dann in Messi-Wohnungen kommst, das erinnert mich gerade daran, weil die Unterstadt ist ja mehr oder weniger so ein bisschen ein Messi-Dorf, weil da ja alle arm sind. Was denn da los? Ist das Treffen der Generation? Sieht ein bisschen komisch aus. Wir werden mal gucken, was da jetzt los ist. Warum stehen denn hier so viele Wachen? Gibt's hier was umsonst? Naja, jetzt gehen sie da weg. Also, die haben da vielleicht gerade mal einen Treff gehabt. Weißt du, so ein Treffpunkt morgens früh, wo sie sich mal kurz über die Neuigkeiten der Stadt unterhalten. Und dann kommen die Gerüchte auf. Tja, so passiert's. Diese Ratte. Komm her. Durch den Boden? Okay, die ist weg. So, wir laufen mal hier durch und springen. Oh, sind die alle tot? Nein, ich dachte schon. Unterstadt Barackenplatz. Da könnte irgendwo die Wohnung sein, aber woher wissen wir, dass sie wo wohnt? Also, dass sie da wohnt, vor allem. Aber es könnte vielleicht sein, dass sie dahinter steckt, aber warum? Naja, gut. Es würde Sinn machen, wenn ich einen Tag brauche, ihm den Schlüssel zu bringen. Wer ist denn das? Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Nein. Die Staaten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Okay, ich war da noch nie. Wenn ich ehrlich bin. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Manche Leute wissen einfach nicht, was hier. So, da unten, da ist wieder eine Tür. Kann es vielleicht sein, dass sie da in der Nähe wohnt? Unterstadt Marktplatz. Weil da haben wir doch den Schlüssel weggeholt. Ich bin mal gespannt. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht dahinter steckt, aber es kann auch sein, dass sie nicht dahinter steckt, sondern dass es irgendwie ihr angehängt wird, dass sie es war. Messer. Das könnte alles sein. Weitergehen. Ah ja, da unten ist es. Was ist das denn? Grubenerz. Und was ist das hier? Und hier stehen so viele Laternen vor. Haus der Apothekari. Ah, okay. Hier wohnen... Also die Apothekari. Gibt es hier Weintrauben? Also vom Weiten sah das irgendwie wie Weintrauben aus. Oder wie... Wie Brombeeren. So, wenn man hier mal so guckt, ne? Sieht doch so aus, oder nicht? Naja, gut. So, mal gucken. Wohnbaracke.
Was ist das denn? Ein verkrüppelter Eiterkäfer. Warum hat die einen Käfer in ihrem Haus? Kannst du mir das mal verraten? Oh je, ihr seid vergiftet. Ich muss wohl oder übel meinen Trank trinken. Lebensenergie wird für 7 gefestigt. Für Genesungstrank. Verschlimmert euer Arkanistenfieber. Gesundheitstrank. Ich bin tot! Das gibt's doch gar nicht. Also dieses Viech ist echt nicht gut. Ich glaube, ich muss doch mit Flammen dran. Mist. Das ist echt schon ein bisschen... Ich hänge auch überall, weil diese Wohnung einfach viel zu klein ist. Hier kommt er nicht hin. Ich dachte zumindest, dass er da nicht hinkommt. Ach du Scheiße. Wieder tot. Es ist machbar. Ich muss nur ein bisschen schneller reagieren können. Das ist aber wirklich fies. Weißt du, kommst rein und kriegst sofort aufs Maul. Boah. Er hat gespuckt. Ja, wir haben es geschafft. Oh. 200 EP gibt das. Oh mein Gott, ey. Ich will gar nicht wissen, was das wäre, wenn es kein verkrüppelter Käfer gewesen wäre. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was liegt denn hier überall? Ach, das ist die Kotze. Kappenstaubflasche. Wir nehmen es einfach mal mit, genauso wie das... Hier ist Geld. Warum ich das einfach mitnehme, ich habe keine Ahnung, aber wenn es da liegt. Was haben wir denn da? Lesepapier. Das Papier ist schmutzverkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zitternder Hand geschrieben. Ach du Schande, ist das klein. Ich muss mal gerade näher an den Bildschirm. Gunam, netter Kerl. Einer von den Sichelfritzen scheint öfters kommen zu wollen, war rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. Warm halten. Oh oh, was hat die denn gemacht? Lambert wollte nicht, dass ich seinen Namen, Name mit H, Namen rausfinde, aber hat sein Amulett mit dabei. Hat... Dachte wohl, eine ranzige Hure kann nicht lesen. Haha, Überraschung. Ist wohl Novize. Als würd mich das nen Scheißdreck scheren. War etwas rau. Als wirs getan. Haben aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaub ich. Meiser Darius. Oberstädter Schnösel und besteht darauf, mit Meiser Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen, hab ihn mit Rocco gedroht. Glaub nicht, dass er wiederkommt. Jorek, armer Schlucker, genauso nach diesem verrückten Zeug süchtig wie ich. Glaubt, er ist nohes Tier unter den Stahlkrabben. Hat sich selbst, als wir gerade dabei waren, immer umgeschaut. So, als würde er Angst haben, dass gleich jemand reinkommt. Hat großzügig draufgelegt. Ich hoffe, er kommt wieder. Muss ich das Papier vielleicht mitnehmen? Nö. Was soll ich denn hier sonst noch finden? Bücher. Die verlorene Bigant. Äpfel?
Das mit dem blauen Puder kann sogar stimmen. Zerflettertes Tagebuch. Das müssen wir haben. So, gucken wir mal rein. Ich kam nicht umhin, diese wegelosen Götterlästerer zu töten. Sollen sie doch auf ewig im Sonnenfeuer brennen. Die Gottheit, deren Geist in der halb versunkenen und verwitterten Skulptur zu schlummern scheint, wird nun wieder zu mir sprechen. Sie erzählt mir vergessen und verlorene Geschichten über die Pyrenäen, die einst durch diese Grotte wandelten, und bitten mich, etwas für sie zu tun. Ich habe mir ihre Worte genau notiert und wohl verwahrt, um ihr eines Tages ihren Wunsch erfüllen zu können. Doch ich bin nicht imstande, diese wundsame Grotte zu verlassen. Verabscheue das Sonnenlicht. Mir kommt es vor, als wäre ich schon immer hier gewesen. Ich beginne zu vergessen, was war und was ist. Und nur noch das Schatten meiner selbst streife ich umher, auf ewig meiner Göttin dienend. Okay. Das war auch nicht das, was wir lesen wollten. Interagiere mit Bild. Ein Bild? Da scheint Sila wohl wichtig gewesen zu sein. Könnte das sie heim sein? Ihr Heimatdorf? Suche Milbert in Seeheim. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Wo befindet sich Seeheim? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich sollte vielleicht mal gucken, was ich jetzt hier habe. Als ich Milbert in... Nein, warte mal. In Seeheim nach Hinweisen über Milbert suchen. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ist denn Seeheim? Das wird mir ja gleich die Karte sagen. Wahrscheinlich muss ich erstmal rauslaufen. Ich habe sogar diesen komischen Zettel mitgenommen. Apropos Zettel. Erstmal das Mikrofon wieder richtig richten. So. Einen Groschen. Jetzt geht's weiter. Bitte nur einen. Hallo, schöner Mann. Oh! Du hast mich schöner Mann genannt? Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Ach so. Wie wäre es mit etwas Zeit zu Nee, sein? Nee. Was wollt ihr? Also die Leute sind hier doch etwas merkwürdig. Oder statt Barackenplatz, Barackenplatz mit B, Platz, nicht Platz. Wir wollen mal weitergehen. Was ich nochmal anmerken möchte, es ist schön, dass das Spiel noch nicht abgestürzt ist. Und schön, dass wir den Fehler gefunden haben, warum es immer abgestürzt ist. Weil so kann ich jetzt auch endlich mal wieder öfters aufnehmen. Weil mich hat das nämlich immer gestört, wenn das Spiel immer abgekackt ist. Da war ich nämlich dann irgendwie etwas... Naja, wie soll ich sagen? Es war halt beschissen. Es war auch total... Wie sagt man? Es hat mir sehr viel Mut gemacht, weiterzumachen. Nein, eben nicht. Das war immer das Problem, weil es halt... Naja... meine Lust daran, weiterzuspielen, doch etwas getrübt hat. Aber wenn das jetzt erstmal wieder funktioniert, wenn das jetzt geht, dann bin ich echt zufrieden. Weil dann kann ich mal wieder ein bisschen mehr bringen. Und mal versuchen, irgendwie Enderal zu beenden. Aber das wird ja so oder so noch Ewigkeiten dauern. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir so um die 250 bis 300 Folgen zusammenkriegen. Wenn ich jetzt mal ganz extrem denke. Und wir sind ja auch nicht so, dass wir hier, eine Geschwindigkeit an den Tag legen, dass wir hier puff, puff, so zack, 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 immer alles so schnell fertig haben, sondern ich lasse mir ja schon ein bisschen Zeit und dabei kann man bestimmt auch gut abschalten. Also wenn ich bei solchen Spielen zugucke, das gucke ich mir mal gerne vorm Schlafengehen an irgendwie. Wenn ich sowas gucke. Kasernenviertel.
Ja. Wir sind also jetzt ein bisschen unterwegs. Jetzt müssen wir erstmal quer durch die Stadt gehen. Was ich jetzt eigentlich mal gucken möchte... Nee, das mit dem Marktplatz ist jetzt ein bisschen weit entfernt. Ich möchte jetzt erstmal diese Quest machen. Und da vergehen ja ein paar Tage, denke ich mal. Das wäre gut. So. Ich glaube, ich muss raus. Kann das sein? Keine Ahnung. Ach, da muss ich hin. Ich war da doch schon mal, ne? Also, weißt du, was ich, glaube ich, mache? Ich gehe, glaube ich, mal an der Bank vorbei. Das ist jetzt noch das Letzte, was ich machen werde. Weil ich werde dann nämlich mein Aufnahmepäuschen machen. Es ist nämlich schon relativ spät geworden. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich... Ich glaube, ich nehme jetzt mittlerweile schon 2,5 Hallo? Stunden auf. Was mich sehr freut, dass das vor allen Dingen mal geklappt hat. Krieg verloren. Kaserne, Marktplatz. Also ich muss in diese Richtung. Überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. So wenig wie es Ich hoffe, ich laufe jetzt hier nicht in eine Sackgasse. Mal sehen, ob wir ein paar Zinsen gekriegt haben, weil dann könnte ich nämlich das, was wir als Zinsen schon eingenommen haben, könnte ich ja schon mal mitnehmen. Herzland? Egal. Wir gehen jetzt außen rum. Einmal. So war es eigentlich nicht geplant. Dass ich jetzt einmal komplett rausgehe. Aber hey! Wir atmen mal wieder frische Luft. Nicht mal diese blöde Stadtluft. Weißt du, die Abgase sind da echt schon schrecklich in Ark. Und jetzt hör mal. Jetzt kommt auch gleich wieder die Musik. Die kommt. Wenn man draußen unterwegs ist. Wie komme ich denn da runter? Muss ich springen? Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Weil das wäre genau der Weg. Was ist denn das hier oben? War ich hier schon? Tatsächlich nicht. Ein Wachturm. Aber weißt du was, wir gehen mal den regulären Weg. Aber wir werden mal ein bisschen Hackengas geben und hier die Treppe runtergehen. Aha. Hier ist sogar ein Bauernhof. Aber ich glaube, bei dem Bauernhof waren wir schon, oder? Nein, die Wassermühle. Die haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Und hier könnte ich sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Wenn ich jetzt hier Weizen ernte. Das mache ich jetzt auch mal. Schmetterling. Hey, bleib hier! Boah. Wir werden einfach mal ehrliche Arbeit verrichten. Da ist noch einer. So. Ist das derjenige, der mir das abkauft? Nein, der kauft mir das nicht ab. Aber einer muss ja das Sagen haben. Vielleicht sie? Krieg auf Kyra. Krieg auf Arasial. Krieg auf Kile. Malfas. Okay, wir müssen einfach mal da reingehen. Ich hoffe, hier hat irgendjemand das Sagen. Oh, wie schön. Das mit den Tierköpfen ist immer ein bisschen gruselig. Also ich kenne jemanden, also einen Bekannten von mir, ist auch schon steinalt eigentlich, der hat überall solche Hirschgeweihe hängen. Das ist schon ein bisschen unheimlich, wenn man da vor der Wand steht. Und dann hat er da auch noch irgendwie... Ein Fuchspelz hat er auch an der Wand hängen gehabt. Also, da merkt man, dass der jagt. Aber das ist immer ein bisschen unheimlich, wenn du da plötzlich so tote Tiere an der Wand hängen hast. Ich weiß nicht. Ich hätte ja jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich das Weizen irgendwo verkaufen kann. Aber daneben nicht. Dann nehme ich das Weizen einfach mit. Oder nimmt der das? Nö. Na gut. Dann eben nicht. Ich mein's ja nur gut. Und wenn es keiner haben möchte, dann nehme ich es einfach mit. Da oben ist das, wo ich hin muss. Boah, das ist natürlich auch schön, dass hier ein Toter am Pfahl hängt. Was ist denn hier bitte gewesen?
Das soll bestimmt abschrecken, dass man sich benehmen soll. Das erinnert mich dann immer so ein bisschen an die Gilde 2, weil da konntest du nämlich auch sowas machen. Dass du die aufhängst und... köpfst und was nicht alles. Ah, das ist aber eine Sauerei hier. Kauft die vielleicht was? Na dann nicht. Wo komme ich hier jetzt eigentlich rein? Ah, ich komme wieder am Markt, glaube ich, rein, ne? Einen Obolus. Unser Esel steht da. Fremdenviertel. Okay. Also wie gesagt, wir werden jetzt noch eine Sache machen. Wir werden mal bei der Bank vorbeigucken. Ich werde das jetzt auch noch mit in die Folge packen. Die wird vielleicht ein bisschen länger sein, die letzte Folge. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja auch noch gar nicht mal, wie lange ich im Endeffekt aufgenommen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es 2,5 Stunden sind. Ich habe leider keine Stoppuhr laufen lassen. Das sollte ich vielleicht demnächst mal machen. Die letzten Male konnte ich das ja wunderbar immer ablesen, weil ja Dexterity immer irgendwas erzählt. Huch, jetzt fällt mir hier was runter. Weil Dexterity ja einen immer klar macht, wie lange man aufgenommen hat. So, ist das hier das Marktviertel? Ja, das ist es. Und dann war ja hier die Bank gleich um die Ecke. Ich könnte eigentlich das Getreide oben bei der, die da immer schon so schreit, verkaufen. Aber ich glaube, ich finde noch wen anderes. Wie wäre es hier? Mit der, die hier vorm... Zeigt mir eure Ware. Aber sicher doch. Kann ich denn Getreide verkaufen? Wewi-Weizen, Tatsache, ich kann es verkaufen. Bringt sogar 2. Besser als nichts. Wein könnte ich ja auch verkaufen, mache ich auch. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. So, und jetzt mal gucken, was wir hier so angespart haben. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. Durch Zinsen 2, durch Anteile plus 6. Das hört sich gut an. 300 habe ich drauf. Habe ich nicht... Warte. Doch, das passt. Das passt mit 300. Dann lassen wir das erstmal so drauf. Also ich kriege 6 pro Tag von den Anteilen her und halt Zinsen 2. Naja. Wenn wir jetzt erstmal ein bisschen unterwegs sind. Das wird ein bisschen dauern, bis sich dein Vermögen anhäuft. Aber bei Zinsen ist das halt so. Das wird nicht so puff. So zacke bumm. Werde ich da was auf dem Konto haben? Das wird ein bisschen dauern. So, jetzt gehen wir hier ins Haus. In meine Bude. In unsere Bude. Und hier müssen wir ja auch noch ein bisschen was ausbauen. Aber wir werden beim nächsten Mal Teile und Herrsche werden wir weitermachen, so dass wir uns auf der Karte hier hinunter bewegen, dass wir in Seeheim mal gucken, was da gibt. Da waren wir aber noch nicht, ne? Wir waren hier unten bei Pentas Haus. Da war diese Insel hier mit der Glimmerstaubhöhle, war interessant. Aber das ist hier wieder eine ganz andere Position. Und ich bin gespannt, was wir da alles auf dem Weg treffen finden. Und was hier oben vor allen Dingen für ein Haus ist. Ob das eine Stadt ist oder ob das irgendwie ein Orden ist oder irgendeine heilige Stätte. Wir werden es herausfinden. Ich weiß nur nicht, ob ich mich da noch dran erinnern kann beim nächsten Mal, dass ich da vorbeigucken wollte. Naja, in diesem Sinne... Boah, ich habe hier leider keine... Doch, ich habe eine Sitzgelegenheit. Naja. Keine Sitzgelegenheit. Schade eigentlich. Dann stelle ich mich halt hier so neben dem Kamin. Gucke fröhlich. Naja, so fröhlich guckt er nicht. Aber wir stellen uns mal hier so hin. Spielen eine Statue, die sich ein bisschen bewegt, die sich auch mal hinknien kann und ein paar Übungen macht, ein paar Kniebeugen und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und vor allen Dingen
dass ihr immer noch dabei seid. Es sind wahrscheinlich nur noch wenige, die zuschauen werden, aber ich werde trotzdem Enderal weitermachen, weil ich hab's versprochen, dass ich dieses Spiel weiterspielen werde. Und ich habe gerade gesehen, dass wir uns heilen. Der Balken ist gerade leicht nach oben gegangen. Kann es sein, wenn ich still einfach irgendwo stehe, dass wir uns heilen trotz allem? Es dauert halt nur sehr, sehr lange, bis wir uns normal regeneriert haben. Deswegen muss man hier ja auch öfters mal was essen, damit das etwas beschleunigt wird. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Und nächstes Mal machen wir halt weiter und werden mal gucken, was uns in Seeheim... Ich glaube, Seeheim hieß es, ne? Ja, in Seeheim erwarten wird. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bye bye und tschüss.